Ja, Freunde, und damit willkommen zurück bei Little Nightmares. Es ist so circa ein Jahr her, da haben wir die Vollversion gespielt. Und seit einer ganzen Weile jetzt wurden drei DLCs veröffentlicht. Die Tiefen, der Unterschlupf und ich glaube The Residence, obwohl es recht ähnlich klingt zu der Unterschlupf, aber es hieß glaube ich The Hideout im Englischen. Depth, Hideout und Residence. Und wir würden jetzt gerne, also ich möchte jetzt gerne mit euch die DLCs spielen zu Little Nightmares. Und auch hier geht wieder Dank an den Patrick, dank dem ich nämlich das Ganze über Family Share spielen kann, genauso wie auch schon die Hauptversion des Spiels. Ich hoffe, dass das überhaupt auswählbar ist. Ich habe das noch... Wo ist denn mein Save Game? Wird das nicht in der Cloud gespeichert, wenn man das nicht über Family... Okay, offensichtlich wird Family Share nicht in der Cloud gespeichert. Ist dann bloß lokal gewesen, ne? Na gut, war der alte PC. Also gut, Wir wollen ja nicht das Hauptspiel spielen, das haben wir ja schon gespielt. Könnt ihr sehr gerne auf dem Kanal angucken, einfach in die Playlist reingucken bei The Little Nightmares. Das ist alles, was Six betrifft, ne? Dieses gelbe Regenmantel-Mädel, ja. Und das hier unten, das ist der neue Hauptcharakter und der heißt Kid. Und ich würde sagen, ich weiß tatsächlich gar nichts über die Handlung und alles. Ich weiß auch nicht, wie lange ein DLC läuft. Also, ne, drei Stück haben wir. Das ist also der Auftrag jetzt für die nächsten Tage hier auf dem Kanal. Ich klicke hier einfach mal rein und dann ist der erste entsprechend Depth, ja. Wieder Spiel, was auch auf Steam gibt, mit den Haien, also die Tiefen. Und ich würde sagen, dein Fortschritt im aktuellen Kapitel wird zurückgesetzt. Bist du sicher? Bin ich sicher? Ja, klar. Hab ja kein Safe-Game aktuell. Passt schon. So, also ich bin unheimlich gespannt. Mir hat der... Oh. Oh, das steuere ich ja schon. Oder es ist ja... Okay. Ich wollte jetzt abwarten, was passiert. Habt ihr gemerkt, ne? Aber ich steuere das tatsächlich schon. Ja, okay. So kann man mal starten. Ist ähnlich wie der Anfang vom Hauptspiel, wo man ja auch irgendwie direkt wach wurde auf dem Koffer. Wenn ihr euch ganz am Anfang erinnern könnt an die erste Erfahrung von der kleinen Six. Was ich sagen wollte, gerade bevor ich hier so rudely interrupted wurde von dem kleinen Kid hier, das Hauptspiel hat mir unheimlich Spaß gemacht, ne? War zwar zwischendurch ein bisschen gruselig, so, aber nicht, weil es richtig horrorspielig ist, also ein Horrorspiel ist, sondern einfach, weil diese Wesen, denen man begegnet ist, so freaky waren. Ja? So, aber jetzt müssen wir erstmal, zumindest auch das erste Spiel, was ich mit meinem neuen Controller spiele. Ich hoffe, dass der mitmacht. Ich weiß nicht mehr, wie das alles geht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Oh, guck mal, da hinten bewegt sich die ganze Zeit irgendwas. Okay, was kann ich mit dem Tier machen? Kuscheltier irgendwie. Okay, ich muss also... Wir gucken uns mal um. Okay, was ist das? Also einfach bloß ein... Okay. Gibt es mehrere von? Gucken wir mal ganz kurz. Sind das alles andere Kinder hier? Ist relativ leise, ne? Wartet mal, ich schau mal ganz kurz, dass ich die Einstellung hier... V-Sync aus, Vollbildschirm an, Grafik, Ultra, Musik. Ah, hier, Grundlautstärke. So. Ja. Schauen wir mal. Weiter. Gut. Ich wollte hier hinten gucken, hier hat sich doch immer irgendwas bewegt, hier hinten. Hier. Komme ich nicht hin? Taps, taps, taps. Taps, 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 taps. Ich muss mal bei mir auch den Ton ein bisschen höher stellen. So. Taps, 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 taps. Alles klar. Also, was ich eben beim Einstieg sagen wollte, ich habe mich nicht belesen, wie lange die DLCs gehen, auch nicht, was die Inhalte sind oder irgendwas. Das heißt, ich spiele komplett blind.
den. Das, beim Hauptspiel habe ich ja wenigstens, bevor ich angefangen hatte, mal reingeguckt gehabt. Geräusch. Oh. Hallo. Oh. Hä? Ach so. Nein. Lass das. Ach, ist das. Jetzt wäre die Frage auch überhaupt, wo das in der Zeitlinie stattfindet. Ne? Ist das vor Six? Ist das nach Six? Ist das vielleicht sogar während Six? Ich denke, das werden wir alles mit der Zeit rausfinden, oder? Auf jeden Fall vibriert mein Controller mit einem Herzschlag. Das ist die Frage jetzt, ist wahrscheinlich der Herzschlag von Kit gewesen, ne? Das so als Warnsignal, dass man aufpassen muss, dass was Böses in der Nähe ist. Denke ich mir. Ist immer noch zu leise, finde ich. Momentchen. Soll ja auch Atmosphäre rüberkommen. Das würde mich dann schon ärgern, wenn das im Nachhinein dann zu leise ist. Hoffentlich. Ich meine, es ist halt keine Musik oder irgendwie sowas gerade da, ne? Man hört nur das Tapsen. Ich schaue gerade mal auf die Ausschläge da im OBS. Aber kann man hier irgendwas machen? Ich glaube, viel mehr kann ich jetzt auch nicht tun. Gut, wir lassen das so. Ich hoffe, dass das funktioniert. Woanders kann ich nicht hin. Das ist wieder so ein komisches Schleimwesen, die wir auch aus dem. Ja, okay. Die kennen wir aus dem Hauptspiel. Ne? Die wollen. Oh, Auge. Ist es ein Auge, was einfriert, oder ist es ein Auge, was einfach nur Alarm macht? Es ist ein Auge, was einfriert. Da unten steht schon ein Mädel. Oh Gott, ich muss runter, ne? Ich weiß schon nicht mehr. Okay, so kann man sich ducken. Wie ging denn schnell laufen? Ah, mit X, alles klar. Okay. Da brauche ich irgendwas, um die Tür aufzumachen, aber hier sind Dinge. Das kann natürlich jetzt. Warte mal, das kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Letztes Mal kamen wir von der anderen Seite mit Sig. Also, ja, man es war ein Jahr her. Und man erinnert sich ja, ne? Wir sind da hochgeklettert. Von der Seite. Wir kamen links in den Raum und haben da das erste Mal das Auge gesehen. Na klar, und hier war ein Gnom drin. Und dann kommt wir da weiter. Na klar, jetzt müssen wir genau auf die andere Seite. Das ist ja witzig. So, auf jeden Fall ist da gerade jemand weggelaufen. Ui, knapp. Genau. Hier sind wir ursprünglich angekommen mit Six und sind von links in den, also von der Seite hier in den Raum rein. Das ist ja cool. Also wir werden auf jeden Fall Orte wiederfinden. Das finde ich schon mal richtig cool. Jugendsprache würde ich jetzt sagen, finde ich richtig nice. Mache ich aber nicht. Hier war der Chuchu. Richtig? Ja, ich glaube schon. Ja, den haben wir kaputt gemacht. Hier ist irgendwo der Zug. Genau der. Den meine ich. So. Ball. Hör auf zu rollen. Machst nur Krach. Will keiner von uns. Oh Gott. Hui! So, warte mal jetzt. Wo ist die Frage, wo ich hin soll, ne? Also. Was ist hier? Jetzt wieder das Ebenenproblem. Das hatte ich ja im ersten Teil auch schon manchmal.
dass ich nicht genau weiß, in welcher Ebene ich mich befinde und in welche Ebene ich soll. Da oben ist irgendwie was zum... Warte mal. Ich kann die Wippe wahrscheinlich drehen. Wenn ich die auf die andere Seite packe. Ja, das reicht. Hui! So. Wo ist das? Ich sollte weg, wenn das da angeht. Ah, das mehrteilige Klo, über das ich mich auch sehr gewundert hatte beim ersten Mal spielen. Wer sich denn hier hinhockt, ja? Wer hockt sich denn nicht, wenn da einer sitzt? Wer hockt sich denn noch links und rechts oder auf der anderen Seite? Oh. Das ist Bewegung. Habt ihr gesehen? Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Ich glaube, ich muss da durch. Warte mal, Tür? Okay, geht wieder auf. Ja, wie gesagt, ich weiß gar nichts. Mädchen? Warte. Okay, die ist auf jeden Fall eine gute. Aber wieso ist sie so dunkel? Also ich habe jetzt kurz gedacht, es könnte ja auch irgendwie sowas... Nicht sowas wie, aber könnte ja auch eine Six sein? Ich weiß es nicht. Die Frage ist auch, sind die Speicherpunkte genauso gebaut wie... im Hauptspiel halt, ich kletter doch da hoch. Na. Wir müssen also dem Mädel hinterher. Mal gucken. Rapunzel. Oh. Offensichtlich ist es vorher. Denn als wir das erste Mal hier waren, war das Rapunzelhaar schon da. Das heißt, wir spielen vor der Handlung von Six, oder? Also das ist jetzt meine erste Vermutung. Ich glaube, wir werden es mit der Zeit rausfinden, ob es auch wirklich so ist. Aber wenn sie jetzt gerade das darunter geworfen hat, das Seil, oder die Seile, die Bettdings, was auch immer, ja, und wir ja mit Six schon dort lang sind, dann spielen wir gerade die Geschichte vorher. War auch wieder ähnlich niedlich gemacht alles. Ja. Okay, geht nicht. Schieben? Geht auch nicht. Ich will laufen. Na gut, geht nicht. Also unten drin. Das heißt ja auch Depth, ne? Tief rein. Also tiefen. Ich glaube tief genug. Das ist tief genug, Freunde. Also. Hallo? Geht hoch? Mal umgucken. Tja. Hier wird es ja dann auch wieder, wenn wir jetzt tiefer sind, hier wird es dann ja auch andere Wesen geben, oder? Gehe ich von aus? Als die, die wir schon kennen? Kann ich die Kiste ziehen? Schauen wir mal. Ich meine, die ist da irgendwie... Der Koffer ist... Der Koffer! Ist das Six? Das wäre ja auch witzig. Warte mal, wie... Kann ich den ziehen? Ah, am Dings. Okay. In so einem Koffer hat doch Six geschlafen. Das wäre ja auch schräg. War durchaus möglich, ne? Dass da jetzt gerade Six drin ist? Oder, ja, das ist eigentlich auch Quatsch. Drin wird sie nicht sein, aber das wird ihr neues Zuhause vielleicht. Gut, Bretter. Ja, ich weiß noch, ganz am Anfang hatte ich mit Brettern hatte ich zu tun. Aber diesmal muss ich keine rausziehen. Wenn ihr euch erinnern könnt, wenn ihr das geguckt habt bei mir, das LP, da waren die Bretter am Anfang
schon mein Downfall. Gleich am Anfang. Ich habe versucht, irgendwie in den Raum links hochzuklettern und hätte eigentlich nur die Bretter aufziehen müssen. Oh, eine Taschenlampe. Okay, die soll ich scheinbar nehmen. Ach Gott. Das hat er, warte mal, mir fällt gerade erst auf. Achso, nee, ich wollte gerade sagen, er hat nur einen Schuh an, aber nee, das er hat irgendwie so ein... Ah, da ist eine Kette am... Jetzt guck mal, am rechten Bein, da ist eine Kette. Also, hat sich irgendwie von Ketten gelöst. Und genauso wie Six, guckt auch der gute Kid nicht gerne hoch. Ich sag jetzt mal, der Kid ist der Kid, ne? Also, weil blauer Mantel und sie hat den gelben Mantel, deswegen würde ich sagen, am ehesten ist das jetzt ein Junge und Six ist ein Mädchen. Jetzt haben wir eine Taschenlampe, warte mal. Okay. Auf B drücken. Und dann aktiviert sich die Taschenlampe. So, da sind irgendwelche Händeabdrücke dran. So, was ist denn hier der Speicher, die Speichermöglichkeit eigentlich? Im Hauptspiel waren es ja diese Laternen, die man anmachen konnte. Nächste Frage, die ich habe. Hallo. Geh weg, du machst mir keine Angst. Ja. Was die Speicherpunkte sind jetzt hier für Kid. Wenn im ersten Teil des Laternen waren, wird das wahrscheinlich hier nicht sein. Oh. Hallo. Hallo, Freunde. Ja, super. Gleich zum ersten Mal gestorben. Okay, ich muss schneller sein. Oh. Okay. Es ist genauso brutal wie schon das Hauptspiel. Wenn man bedenkt, dass das kleine Kinderchen sind, die das hier erleiden. Hui! Okay, das ist cool. Arr. Oh. Hui! Oh Gott. Okay, diese Dinger sind fies. Ich habe ein bisschen Gänsehaut. Oh, ich mag sowas nicht. Ich mag alles sowas Ungeziefer und... Ah, nee, kann ich nicht ab. Oh. Ich war's nicht. Das war schon so. Ich schwör. Okay, da ist eine Dose umgefallen. Was ich ja interessant finden würde, wenn wir hier irgendwo Six begegnen könnten. Aber dem wird ja wahrscheinlich nicht so sein, weil wir ja... Obwohl, wir können ja theoretisch zeitgleich spielen. Wir haben ja jetzt bloß gesagt, dass wir den Teil oben gerade für Six aktiviert haben, mehr oder weniger, mit dem Seil. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass wir irgendwie durchaus helfen. Ah, könnt ihr euch erinnern, im Hauptspiel sind wir einmal einem Jungen begegnet, der uns ein Stück Brot gegeben hat. Ist das vielleicht Kid? Das wäre ja interessant. Das fände ich ja richtig cool. Hui! Oh! Okay, ist ja laut. Ich wollte auf den Schrank darauf. Das Wasser sieht mir nicht geheuer aus. Ich bleib hier. Das Let's Play ist an der Stelle vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Scheiße. Okay, hier ist nichts. War hier, was ist das? Knüppel? Schalter? Gar nichts. Alles. Das ist ein Pömpel. Hier, TL Hopper. So, keine Ahnung. Ich muss da rein. Hui! Okay, aus Wasser achten, Schatten und sowas. Ist scheinbar nichts drin. Auf das da oben komme ich nicht, weil mir die Ebene fehlt. Okay, warte mal. Kann ich das irgendwie noch ein bisschen hin und her bewegen? Nee. Okay, dann komme ich da oben nicht rauf. Alles klar. Gut, dann geht's hier weiter. Der Maxi. Hui. Okay, das Wasser wird tiefer. Und da ist irgendwas unten.
Seht ihr das? Den Schatten? Da? Denn da ist irgendwas. Da ist irgendwas im Wasser. So. Oh. Das hat gerade gespeichert. Warum? Weil ich Licht angemacht habe? Ich hab's vorhin noch gesagt, oder? Ich hab's vorhin noch gesagt. Nicht wie im Hauptspiel an so einem doofen Brett scheitern. Aber diesmal haben wir's hinbekommen ganz schnell. Okay, ich glaube, ich muss da rein. Aber. Ah, warte mal. Wahrscheinlich kommt was aus dem Wasser raus und ich muss irgendwie das mitnehmen. Oder auch nicht? Okay. Oder auch nicht. Ich habe gedacht, vielleicht ist irgendwas, dass wir das mitnehmen müssen und das dann unsere Fluchtmöglichkeit ist. Was ist denn das hier überhaupt für eine Räumlichkeit? Wo sind wir denn hier? Ich meine, klar, Depth irgendwo unten. Aber was ist das hier? Ein Keller ist es ja offensichtlich nicht. Das wäre ja Quark. Ich hau ab. Nicht so tief. Was ist denn das? Kanalisation irgendeiner Art, aber. Ja, gut. Wir wissen es noch nicht, wir finden es vielleicht noch raus. So. Ich bin mal vorsichtig. Was ist es? Was tut es? Warum ist es da? Was will es von mir? Hilfe. Aber das habe ich jetzt nicht mehr verstanden. Was soll ich denn machen? Ich brauche doch den Eimer, oder? Aber wie denn? Geht nicht. Gut. Ach Gottchen. Pinocchio, bist du's? Ich will ein echter Mensch sein. Ja, nee, Pinocchio heute nicht. Dankeschön. So, warte mal. Kann ich hier hoch? Nein. Schnell. Haha. So. Haben wir hier auch eigentlich Gnome oder sowas? Ja. Das ist ja auch cool. Das blendet sogar. Cool gemacht. Gefällt mir. Ich hoffe, ich übersehe nicht. Gibt es ja auch Geheimnisse oder so, wie im ersten. Also im Haupt. Ich sag mal, ersten Teil ist ja Quatsch. Ist immer noch der erste Teil. Aber da sollten wir ja diese komischen Vasen zerbrechen. Da unten ist irgendwie ein Grafikfehler oder so. Oder was ist das? Irgendwas ist doch hier. Rechts nochmal. Warte mal. Muss ich runter? Warte, das kann ja nicht sein, oder? Kann ich hier hoch? Nee. Nee, okay, ich guck mal. Ich muss hier runter. Okay. So, was haben wir denn hier? Was ist das? Ach, wieder so eine Dose, ne? Nichts Gefährliches. Okay. Weg da! Okay, warte mal. Lalalalalala, folgt mir, ich muss weg. Ciao, Freunde. Seid eklig. Also,
mit Six hatten wir ja dieses kleine Metallfeuerzeug. Und mit Kid haben wir jetzt offensichtlich diese Taschenlampe. Versuch so ein bisschen Geräusche zu deuten, aber das... Oh Gott, müssen wir jetzt da hochklettern? Hui! Sieht so aus. Warte mal, ist hier noch irgendwas? Nö. Okay. Ja, dann müssen wir schon mal hier hochklettern. Machen wir mal. Gucken. Aber das ist relativ groß. Ich könnte mir auch vorstellen, dass mir irgendwas ausweichen muss. Irgendwas, was von oben runterfällt oder so. Nee? Okay. Alles klar. Warte mal. Ist das so ein Augenraum? Das ist ein Augenraum, ne? Ja, hast kein Klopapier mehr, haha. Oh, warte mal. Hast kein Klopapier mehr, haha. So. Was ich denn? Das ist ein Schalter, den können wir gleich betätigen. Da ist noch ein Hebel. Okay, wir bedienen mal das Ding hier. Mal gucken, was passiert. Okay. Geht nicht? Nee. Dann offensichtlich erst an diesen Hebel hier ran. Geronimo! Ich habe irgendwas aktiviert. Und es bewegt sich. Habe ich den Wasserpegel steigen lassen? Ah, nee, ich lasse den Wasserpegel steigen. Alles klar. Okay, Gedanke, aber warum mache ich das? Ah, ich sehe es. Zurück. Stopp. Nein! Mist! So... Stopp! Stopp! Wie stoppe ich das denn? Okay, muss schnell sein. Okay, da wollte ich durch. Ich muss durch das große Dings durch, oder? Nee, durch das kleine geht auch. Alles klar. Das habe ich. Ich habe. Warum sehe ich das? Die kleine Öffnung und die, das große Tor da oben habe ich nicht gesehen. Meine Güte. Gut, warte mal. Hier ist eine Flasche. Wenn wir das genauso wie im Hauptspiel. Dann machen wir die jetzt kaputt. Oh. What happened? Was ist das? Flaschenpost. Oder was? Vibriert die Flasche ganz wild. Kriegt die gleich ein Kind? Flasche, geht's dir gut? Flasche? Okay, hast dich beruhigt. Ich hätte sonst jemanden geholt, aber alles klar. War das jetzt ein Speicherpunkt oder ein Collectible? Eher ein Collectible, oder? Guck mal, da hinten ist noch irgendwas. Ach nee, okay, das ist nur der Rand von dem Raw. Da ich eine Treppe, das heißt, ich brauche die Tonne. Wie kann ich die Tonne am besten umwerfen? Oder brauche ich mehr Wasser in diesem Raum, dass ich da rankomme? Ich glaube, der Gedanke ist richtig, oder? Ich brauche hier mehr Wasser drin, dass die Tonne dann sozusagen ein bisschen rüberschwimmt. Wir gucken mal, ob das auch so ist. Wenn nicht, suchen wir uns eine andere Lösung. Mal gucken. Oh, da ist wieder irgendwas im Wasser. Das heißt, auch darauf noch so ein bisschen achten. Okay. Das heißt, jetzt Wasser rinnen bis...
Ja, eigentlich nicht bis ganz nach oben, aber ich muss ja auch wieder durchkommen. Das heißt schon bis nach oben von diesem Tor da. So. Ja, aufhören. Hallo, aufhören. Cool. Warte. Nein, es läuft wieder raus. Okay. Es hört irgendwann einfach auf. Okay, nur mal aufpassen, wie weit dieser Rhythmus ist. Ich muss es also höher füllen und dann loslassen. Und dann läuft es so ein kleines bisschen wieder ab. Alles klar. Ich weiß nicht. Jetzt. Ah, okay. So geht's auch. So geht's auch. So, jetzt. Aber da ist das... Der Schatten im Wasser ist größer geworden. So, jetzt war der Gedanke mit diesem Fass. Okay, das Fass ist unwichtig. Ich komme so zur Treppe. Alles klar. So geht's auch. Nehmen wir als Lösung. Ja, hoch. Da ist ein Durchgang, aber der ist zu.